Und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wir haben ja letzte Folge haben wir den Familiensafe geöffnet. Mit der Kombination. Und ja, haben jetzt sozusagen eine versteckte Karte gefunden und versuchen jetzt dieses Rätsel zu lösen. In dem Sinne muss ich aber jetzt auch erstmal wissen, wo lang, weil ich habe jetzt keine Was war hier? Ah, ne. Keine Orientierung mehr. Und ich habe langsam das Gefühl, wir nähern uns auch langsam zum Ende des Spiels hin. Leider. Ach, guck mal, da ist noch was. Total übersehen. Okay. Da war gar nichts drinnen. So, ich weiß, dass ich einen Raum finden muss. Ja. Das war der Keller, da muss ich ja nicht hin. Irgendwo muss es einen Raum geben. Hier war der Schlüssel, bla bla bla. Ich würde mir gerne nochmal diese Karte angucken, aber... leerer Brief enthüllt, da. Geheimnachricht. Oh, nee. Was sind das für seltsame Markierungen? Das muss eine Art Hinweis sein. Vogel? Das sieht aus wie ein Vogel. Knüll das doch mal, meine Güte. Kisten da rein und die Wand wegschieben. Gute Frage, wo das jetzt sein soll. Na komm, wir gehen nochmal in den Keller und gucken uns das da nochmal an. Ja, auf einmal rumpelt's, ey, ist klar. Ah, schau mal, hier könnte dieser Tisch sein. So. Erstmal gehen wir nach hier und gucken mal hier drinnen. Brechstange, ja, wo krieg ich die her? Hab ich schon jetzt. Nein. Nein, verkehrt. Die Antwort muss auf der Seite mit der Geheimtinte stehen. Ach nee, jetzt darf ich wieder... Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl und... Nee, das ist sie nicht. Leerer Brief enthüllt. So... Nein. Vogel. Komisches Zeichen nach da, ein komisches Zeichen nach da. Oh Mann. Okay, Leute, wartet mal. Ich muss mir mal eben ein Foto davon machen. Dann kann ich mir das besser merken. Außer, man kann das Zeug jetzt so... ich kann das immer die ganze Zeit so drehen. Ei. Nice. So, man erkennt es grob. So, linke Maustaste, um den Kamerawinkel anzupassen. Ja, ich weiß. Oh, das ist geil gemacht, muss ich sagen. Das ist richtig geil gemacht.
Vielleicht ein bisschen rauszoomen. So. So, so, so. Alles klar. So, dann schauen wir mal nach. Dokumente. Herrje. Ich war heute. Ja, wie hieß jetzt nochmal das Relikt, das, da, ägyptische Krone. Nee, das war es nicht. Amelius Anhänger. Auch nicht. Hieroglyphenblatt, da haben wir es doch. Erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Das sollte es sein. 1, 4, 2. Tatsache! Hui. Schick. Mist, eingesperrt. Öffnet er die Geheimtür von innen? Hoffentlich setze ich hier nicht fest. Gebaut, nur um seine Forschung zu schützen. Okay, hier gibt's wieder ganz viel zu anhören. Die Roth eingestellt hat, wurden fürstlich entlohnt, damit sie keine Einzelheiten festhalten. Und ich bin zuversichtlich, dass nichts von meiner Arbeit nach außen dringen wird. Ich habe meine Funde zu sorglos präsentiert und die falsche Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Roth hält mich für paranoid, weil ich ein Geheimgewölbe baue, aber ich werde beobachtet. Meine Arbeit ist zu wichtig und vielleicht zu gefährlich. Sie darf nicht in falsche Hände fallen. Ich brauche einen sicheren Ort dafür. Er wird langsam paranoid. Wie sich herausstellt, auch zu Recht. Eine Blaupause. Die fehlende Seite der Renovierungspläne. Sie wollten nicht, dass jemand außerhalb der Familie von der Gruft erfährt. Da haben wir sie. Vielleicht gelange ich ja damit in andere Teile des Anwesens. Nice. Also ich glaube, wir sind immer noch nicht am Ende des Spiels angelangt. Das ist cool. Das ist cool, dass die echt so viel Arbeit da reinstecken. Brechsteine kann zum Umfang zu verzögern und ja, Türen anwesend führen. Jawohl. Cool. Da haben wir noch was. Taschenlampe, oder? Ist das eine Taschenlampe? Nee. Jetzt tibetanische Schriftrolle. Bis weit in die Nacht hinein hat er sie immer studiert. Das war's. Ich habe getan, was ich konnte, aber meine Emilia ist und bleibt tot. Roth war entsetzt von meinem Plan und flehte mich an, das Ritual nicht zu vollziehen. Nicht aus Angst, es könnte funktionieren, sondern aus Angst, was ich tun würde, wenn es scheitert. Und es ist gescheitert, ohne Zweifel. Ich bin exakt nach meinen Erkenntnissen vorgegangen. Als ich den Stein in das Elixier fallen ließ und es an ihre Lippen hielt, dachte ich für den Hauch eines Moments, es hätte funktioniert. Es war Mitternacht und meine Taschenuhr blieb unerklärlicherweise stehen. Die Luft knisterte, wie kurz vor einem Blitzeinschlag. Einen Herzschlag lang glaubte ich, mir würde das Leben ausgesaugt, wie wenn man ein Glas leert, um es Emilia wieder einzuflößen. Ich hätte den Tod begrüßt, wenn ich dafür wieder Leben in ihren Augen gesehen hätte. Doch der Moment verging. Emilia ist tot. Und ich wurde nicht zum Orpheus.
Wir kehren nach Hause zurück und betten sie zur Ruhe. Das schulde ich ihr. Du hast sie heimgebracht. Sie ist hier, irgendwo. Ja, jetzt fängt's an, komisch zu werden, wenn ich ehrlich bin. Die gehört zu einem Statuenset, das Dad in China gefunden hat. Er glaubte, es stamme aus dem Tempel von Xian. Muss ich mir irgendwann mal ansehen. Ja, gehen wir erst nach da. Da haben wir noch was. Liebste, genau. Es ist still. Es ist jetzt so friedvoll still. Selbst nach dem chaotischen... Bisschen Kaffee noch, weil ich nehme gerade ganz früh morgens auf. Von daher... Ich verstehe, welche Energie dich hierher gelockt hat. Sei versichert. In diesem Moment spüre ich keinen Schmerz. Nur große Traurigkeit. Traurigkeit, dass ich dein Lächeln nicht mehr sehen konnte. Dass ich nie die wundervolle Frau treffen werde, die unsere Tochter sein wird. Es gibt so viel zu sagen. Aber ich bin müde. Die Sonne geht unter. Die Kälte der Nacht wird mich überwältigen. Ich weiß, dass ich bald einschlafen und in dieser Welt nicht wieder erwachen werde. Ich habe Angst, Richard. Gibt es ein Jenseits? Du weißt, Glauben war nie meine Stärke. Darum halte ich jetzt an deinem fest. Ich halte ihn so fest, wie ich nur kann, Liebster. Werde der Vater, den Lara verdient. In ihr werde ich weiterleben. Okay, sie wusste, dass du sterben wirst. Da ist eine Inschrift. Das ist das Croft-Universum. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden und unser Gestern im Norden. Das Croft-Universum, okay. Unser Gestern im Norden. Ob noch etwas anderes unter dem Anwesen ist? Unglaublich. Selbst hier drin hat Dad seine Entdeckungen versteckt. Lol. Dads gesammeltes Wissen. Hier drin stecken bestimmt unzählige Geheimnisse. Junge, 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 der war ja echt ein bisschen paranoid nachher, muss man ja mal sagen. Oh. Ich wollte letzte Woche persönlich mit dir sprechen, aber dein Dieb verscheucht wie einen gemeinen Hausierer. Er sagte, du seist unglücklich und könntest noch keine Besucher empfangen. Er sagte, du gibst dir selbst die Schuld. Dazu kann ich nur sagen, absolut zu Recht. Ich hoffe, du leidest. Ich hoffe, dass du für den Rest deines Lebens unter diesem Verlust leidest. Ich hoffe, du lebst lange. Boah, was ist das für ein Arschloch? Fühlen, wie dieser Schmerz wächst, statt zu schwinden. Denn das hast du verdient. Du hast uns Amelia genommen. Du hast ihren Ruf ruiniert und ihren Verstand mit Kinderfantasien vergiftet. Du hättest sie genauso gut mit eigenen Händen erdrosseln können. Kontaktiere mich nie wieder. Aber du musst für die Zukunft deiner Tochter vorsorgen. Hast du schon mal überlegt, dass es besser wäre, wenn du Amelia möglichst schnell folgst? Als Laras gesetzlicher Vormund könnte ich den Schaden, den du dem armen Mädchen zugefügt hast, vielleicht noch teilweise beheben. Wenn nicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Namen Croft auszulöschen. Lara verdient Besseres als dich. Wie auch Amelia und wir alle. Atlas. Boah, was für ein Arschloch, als ob er was dafür kann. Oder Witz. Dass das Flugzeug abstürzt, da kann der doch nichts für. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier, oder? Ja, schau mal da. Diese Anubis-Büste stammt aus Dads Ägypten-Sammlung.
Ich meine, wir waren hier schon mal irgendwo. Auf der gegenüberliegenden Seite waren wir schon mal. Nee, hier waren wir schon mal echt. Wir sind von hier gekommen. Oh, hier versteht sie so viel. Das ist ja heftig, ey. Wahnsinn. Nur schon wieder Dokumente. Hi, Dad. Also, die Schule hat zwar gerade erst angefangen, aber wann darf ich wieder zur Ausgrabungsstätte kommen? Hier ist es so langweilig. Wir machen nur Sachen, die ich schon im Sommer gelesen habe. Ich sehe die ganze Zeit aus dem Fenster und denke über unsere Expedition nach. Und dann schimpft der Lehrer, ich würde träumen. Ich will auch ganz brav sein und dich nicht stören und das tun, was du mir sagst. Es fehlt mir, Dad. Und du fehlst mir. So, warte mal, was ist jetzt? Lösen Sie das Rätsel des sonnenförmigen Schildes. Warte mal, stopp. Ah ja, stimmt. Okay, ich muss wieder in diese große Halle. So, aber hier gab es da bestimmt noch irgendwas, oder? Hier waren die blauen Pausen, die haben wir ja schon gehabt. Timer aufmachen. Einmal rausgehen, bitte. Danke. Aber nicht das hier, oder? Nein. Falsche Taste gedrückt. So, weiter geht's. Ja, Leute, wir gehen jetzt noch nicht dadurch, weil die Folge hier schon jetzt zu Ende ist. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mal sagen, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal, wenn es wieder heißt Rise of the Tomb Raider. Bis dahin und ciao.